Ja, hallo meine lieben YouTuber, willkommen auf meinem Kanal Peter Rockabilly 1950. So, jetzt habe ich nochmal das Kabel abisoliert, das Netzkabel, weil das sah doch nicht mehr so ganz schön aus. Und ja, wir schalten das Gerät mal ein. Knopf in der Mitte drücken für die etwas größeren Spulen. Das magische Auge kommt, also die Röhren werden warm. Die Lautsprechertaste drücken und dann geht's auch schon los. Hier können wir laut und leise stellen. Also hier ist wirklich alles Mögliche drauf. Ach, bin schon wieder ein bisschen nervös beim Filmen. Stopptaste und die Taste zum Vorspulen. Stopp. Und schon haben wir eine andere Melodie. Schöner, kräftiger, satter Sound. Na gut, dass ich die Tonköpfe noch mal gereinigt habe. Also nochmal gehen die Grüße raus und hier macht man es übrigens an den weißen Punkt wieder aus. Achtung, da geht das magische Auge auch aus. So. Also nochmal Grüße nach Celle, Niedersachsen. Prima. Ich hoffe, ihr seid auch über meine Reinigungsarbeit zufrieden. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe tatsächlich noch einen achten Teil hochgeladen, wie ich dann quasi eigentlich hier dieses Kunstleder hier schön sauber gemacht habe. Irgendwie will es noch nicht hochladen. Ich werde versuchen, das Video ein bisschen zu teilen. Ja, das Mikrofon ist da auf dem Kühlschrank. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, wird aber funktionieren. Ja, ich werde mir jetzt den Abend schön genießen mit diesem schönen Stellafon. Was ich aber noch sagen kann, ist, es gibt genau das. Also das gleiche Modell, zumindest was baugleich ist mit dem Lautsprecher vorne und den ganzen Drucktasten, von der Firma Philips und, wenn ich mich nicht getäuscht habe, Telefunken. Aber wenn ich es jetzt gerade falsch gesagt habe, dann kommentiert das doch einfach mal oder schreibt es mir in die Kommentare rein, wenn ich falsch liege. Oder zeigt doch mal eure schönen Tonbandgeräte. Ich hoffe, das kurze kleine Video hat euch gefallen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Peter Rockabilly. Tschüss.